jetzt rollt hier gleich endlich der Ball in diesem Duell, das die Fußballwelt wirklich elektrisiert. Beide Mannschaften wollen heute den Sieg, beide wollen sich zeigen, wollen ein Zeichen setzen. Also bleiben Sie unbedingt dran, wir sind live dabei. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen in der WWK Arena, liebe Fußballfreunde. Wir dürfen Sie zur heutigen Partie begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Das dürfte richtig hochklassig werden. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Es verspricht Menge Spannung. Könnte was werden, aber ihr seht, Christoph Kramer im Zentrum und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Ja, vorbei ist er. Und dann ist der Ball weg. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass der nominell so eine Spitze dabei ist. Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Die Chance! Er zieht ab! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Erstmal geklärt. Immer noch mit dem Ball. Und jetzt ist der Ball weg. Schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Geht vorbei. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da passt er auf und kann
aufmerksam. Gut vom Tor. Durchgang 1 ist zu Ende, kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Der ist heute richtig gut drauf, mit dem kommen Sie überhaupt nicht zurecht. Der Elfmeter nochmal, das ist natürlich souverän verwandelt, den Keeper ausgeguckt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt Marius Wolf. Eingabe in die Mitte.
Abseits. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Wiederholung dieses Treffers und wir sehen, muss kämpfen, bleibt aber am Ball und dann dieser nervenstarke Abschluss. Das ist ein schönes Tor. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Auf Außen ist jetzt Platz. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Das gibt Vorteil, gute Entscheidung, weiter diese Szene. Flanke landet beim Gegner. Das Vorchecking ist da. Ballgewinn, gefährliche Position. Schlusspfiff, das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Tja, sie können hier gewinnen, am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung, das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.